Ich kenne am Kanal jeden Zentimeter, jeden Grashalm, jeden Busch. Ich trainiere dreimal am Tag. Da gibt es keine Feiertage oder Wochenenden. Mein Ziel sind die Olympischen Spiele in Rio 2016. Meine Großeltern sind eigentlich meine treuesten Fans. Die sind schon dabei, seitdem ich angefangen habe mit Rudern und fahren auf fast jeden Wettkampf mit. Das gibt mir schon sehr viel Kraft. 1, 2, sauber bleiben. 3, atmen. 4, atmen. Es tut alles weh, es brennt überall. Und man muss sich einfach im Kopf bewusst sein, okay, ich muss jetzt weitermachen, ich kann das auch, ich habe so trainiert. Und wenn ich jetzt angreife, kann sie nicht mehr. Das ist hier das Ruderbecken. Hier kippelt nichts, hier ist alles fest. Man braucht hier einfach nur Ausdauer und Kraft. Es ist sehr eintönig. Man bewegt sich nur hier auf der Stelle und sieht sich im Spiegel. Irgendwann will man sich gar nicht mehr sehen. Ich bin total gerne draußen in der Natur und genieße das. Abends, wenn ich kaputt nach Hause komme, das ist dann, wo man dann mal Zeit für was anderes hat. Familie, Freunde, ja, habe immer was zu tun, aber eigentlich nie Langeweile und ist alles gut.